Hier sind 55 Dinge, die absolut keinen Sinn in Minecraft machen. Nummer 1. Wie kann dieser Amboss fliegen und was ist mit dem Kies passiert? Das sind eigentlich fallende Blöcke, die niemals in der Luft schweben können. Mit dieser Konstruktion hier können wir fallende Blöcke allerdings in der Luft schweben lassen. Sobald wir den Hebel umlegen, bleibt der Sand in der Luft. Der Grund dafür ist, dass das Spiel denkt, dass der Kolben sich nicht bewegt hat, weil der Obsidian die Schleimblöcke daran hindert, sich zu bewegen. So entstehen dann diese fliegenden Blöcke, die tatsächlich nicht zu Boden fallen können. Denn selbst wenn wir die Konstruktion jetzt entfernen, denkt das Spiel weiterhin, dass sich ein ausgefahrener Kolben unter dem Block befindet. Das macht zwar keinen Sinn, ist aber wirklich cool. Nummer 2. Wir alle wissen, dass man im Nether zwar Betten aufstellen kann, aber nicht in ihnen schlafen kann. Denn sobald wir sie anklicken, explodieren sie. Das kann einem nicht nur einen gehörigen Schrecken einjagen, sondern auch richtig gefährlich sein. Aber auch wenn wir nicht in den Betten im Nether schlafen können, können es die Dorfbewohner schon. Sobald wir sie in den Nether, schubsen und ein Bett aufstellen, legen sie sich hinein und schlafen. Ist es nicht seltsam, dass sie unbehelligt in dem Bett schlafen, selbst wenn es Gefahren in ihrer Umgebung gibt? Sie tun einfach so, als würden sie sich in der Oberwelt befinden. Nummer 3. Seitdem wir in engen Bereichen kriechen können, die nur einen Block hoch sind, können wir viel leichter farmen und Dinge tun, die früher nicht möglich waren. Aber auch wenn wir jetzt kriechen können, gibt es einige Einschränkungen. Es ist zum Beispiel nicht möglich, von einem Bereich, der nur einen Block hoch ist, einen halben Block hoch zu kriechen. Das macht auch Sinn, denn der Spieler ist eigentlich einen Block breit und zwei Blöcke hoch. Aber wenn wir den Schnee so platzieren, dass wir eine kleine Treppe zur Stufe hinaufgebaut haben, dann können wir zu einem Bereich kriechen, der einen halben Block hoch ist. Ist das nicht ziemlich cool? Nummer 4. Es gibt einige unrealistische Dinge in Minecraft, die einfach keinen Sinn ergeben. Der Schatten, den Mobs auf den Boden werfen, ist eine solche Sache, die ich nie verstanden habe. Denn Mobs, egal welche Form sie haben, werfen einen runden Schatten auf den Boden. Ich meine, wie geht das? Darüber hinaus wirft der Zombie einen Schatten unter die Stufe, auf der er steht. Und wie ist das möglich? Aber es wird noch seltsamer. Denn dieser Creeper wirft auch einen Schatten unter die Stufe, auf der er steht und auf einen Lichtblock wie dieser Froschlampe hier oder auf die Lava dort. Minecraft? Nummer 5. In Minecraft gibt es eine ganze Reihe von gefährlichen Blöcken. Das Magma, das Lagerfeuer, der Tropfstein und der Pulverschnee können uns zum Beispiel verletzen, aber die Steinsäge, die eine scharfe drehende Klinge hat, die sogar Stein leicht schneiden kann, verletzt uns nicht, wenn wir in der Klinge stehen. Wie kann das sein? Hä? Oh mein Gott, Leute, Minecraft ist ja geil, aber ich suchte gerade noch ein anderes, mega cooles Spiel, das gerade erst rausgekommen ist. Habt ihr jemals davon geträumt, in ein episches Open-World-Team-RPG mit heftigen Drachen einzutauchen? Im neuen Spiel Dragonair Silent Gods gibt es atemberaubende Dungeons und mega krasse Fantasy-Charaktere. Sowie Würfelspiele wie aus dem Tabletop-Rollenspiel Dungeons and Dragons. Dragonair ist von den genialen Köpfen, die auch das Game Marvel Snap gemacht haben. Das wurde einfach schon 30 Millionen Mal heruntergeladen und war TGA Best Mobile Game Gewinner. Apple hat das Spiel sogar bei einem Event vorgestellt. Dragonair ist weltweit erhältlich, egal ob für Windows, Mac, im Epic Games Store, für iOS oder Android. Ihr könnt es einfach überall spielen. Also was ist, Leute? Habt ihr Bock, mit einer Gruppe Abenteurer auf epische Quests zu gehen? In Dragonair sucht ihr nach verloren gegangenen Erinnerungen und geht auf eine Reise tief in das Herz von Ardentia. Mit 3 Völkern und 4 Klassen könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen. Legt Stärke, Intelligenz, Charme und vieles mehr individuell fest. Und dabei könnt ihr in eine riesige Geschichte eintauchen. Liebe, Rache, Mystery, Drama, hier gibt's wirklich alles. Und checkt auch mal die krasse Karte ab. Ardentia ist mega groß, Leute. Stellt euch einfach mal Europa vor, aber das in einem Fantasy-Spiel. Egal ob Rätsel, Quests oder Würfeleinlagen, jede Entscheidung zählt gewaltig und verändert das Spielerlebnis. Dragonair hat schon jetzt fast 200 unterschiedliche Helden, aus denen ihr wählen könnt. Jeder ist einzigartig und bereit, eurem Team beizutreten. Kombiniert eure Helden, wie es euch gefällt, und rüstet sie ganz individuell aus. Jeder Held hat seine eigenen Power-Moves. Die muss man aber klug einsetzen und kann damit das Chaos entfesseln, Leute. Zeigt also auf dem Schlachtfeld, wie intelligent ihr seid, mit Element-Kombis, interaktiven Feldern und noch viele mehr. Haltet dabei eure Feinde auf Trab und lasst ihnen keine Chance. Also Leute, kommt auch ins Game und lasst uns gemeinsam Ardentia erobern.
haben, klickt einfach auf den Link ganz oben in der Videobeschreibung oder den angepinnten Kommentar und ladet euch das Spiel kostenlos herunter. Und wenn ihr gerade über den Fernseher schaut, könnt ihr auch einfach den QR-Code hier scannen. Ich warte auf euch und mache in der Zeit weiter mit der Nummer 6. Stufen funktionieren so, dass wenn wir zwei oder mehr übereinander legen und sie mit einer Spitzhacke oder Axt abbauen, immer ein ganzer Block aus zwei Stufen entfernt wird. Das kann zwar ganz praktisch sein, wenn man die Stufen schnell abbauen will, aber es ist auch ein bisschen nervig. Denn wäre es nicht toll, wenn wir entscheiden könnten, welche Stufe wir in einem Block abbauen wollen? Bisher ist das nur mit einer Mod möglich, die das Spiel so verändert, dass der Abbau der Stufen endlich Sinn macht. Nummer 7. Seit der 1.20 gibt es verzierte Krüge, die, wie man hier sehen kann, überhaupt nicht verziert sind. Eine andere Sache, die seltsam ist, ist, dass wir keine Blumen in die Vase oder den Krug stellen können. Egal, welche Blume wir ausprobieren, es funktioniert einfach nicht. Das gleiche gilt für Wasser, das auch nicht in den Krug kann. Das einzige, was wirklich funktioniert, ist, einen Blumentopf auf die Öffnung des Kruges zu stellen. Das scheint dann zu funktionieren. So schaffen wir es trotzdem, Blumen in den Krug zu stellen, auch wenn sie eigentlich im Blumentopf sind. Nummer 8. Wenn es Nacht ist und wir zu unserer Basis zurückkehren, gibt es eine Sache, die mich schon immer gestört hat. Und das ist diese Meldung des Spiels im Chat. Du kannst jetzt nicht schlafen. Das Bett ist zu weit weg. Hä? Wie kann das überhaupt sein? Wir können auf das Bett klicken, aber nicht hineingehen, weil wir noch zu weit weg sind? Eigentlich ist es sinnvoll und macht das Spiel realistischer. Aber da diese Art von Chat-Nachricht nur erscheint, wenn wir ins Bett gehen wollen und es sonst keine solchen Nachrichten gibt, ist es schon irgendwie ein bisschen unnötig. Nummer 9. Weißt du, was das ist? Ich werde es dir erklären. Mit 3 Eimern Wasser können wir eine unendliche Wasserquelle in einer 3x3 großen Grube schaffen. Aber es funktioniert auch mit 2 Eimern Wasser in einer 2x2 großen Vertiefung. Was aber, wenn wir ein riesiges Becken komplett mit Wasser füllen? Dann müssen wir diese Anordnung des Wassers verwenden. Denn auch wenn es seltsam aussieht, kann man damit wirklich ein großes Becken komplett mit Wasser füllen. Ich habe einfach viel zu oft die Wassereimer einzeln hineingeschüttet. Mit diesem Muster brauchen wir das nicht mehr zu tun und sparen uns viel Zeit und Mühe. Nummer 10. Eigentlich sollten Glühwürmchen in der Version 1.19 in das Spiel integriert werden. Was aber nicht geschah. Der Grund dafür ist, dass Frösche diese Tiere im Spiel ursprünglich gefressen haben. Tatsächlich können Frösche Glühwürmchen überhaupt nicht vertragen. Und sie sind in der realen Welt sogar giftig für sie. Also haben die Minecraft-Entwickler die kleinen Tierchen komplett entfernt. Das Seltsame ist, dass Frösche zwar problemlos Schleim- und Magmablöcke fressen können, die ja aus Magma bestehen und eigentlich viel gefährlicher sein müssten, aber sterben, wenn sie dann Glühwürmchen fressen? Eigentlich hätten die Entwickler die Frösche einfach nur umprogrammieren müssen, damit sie keine Glühwürmchen mehr fressen. Aber nein, sie haben sie komplett entfernt. Nummer 11. Perpetuum mobile gibt es nicht und sind unmöglich? Falsch, in Minecraft gibt es sie. Mit dieser Schienenkonstruktion, die genau so angeordnet ist, ist es möglich, eine Lore zu betreiben, die sich permanent bewegt. Dazu stellt man die Lore einfach auf die Schienen und schiebt sie hinein. Und schon fährt sie endlos im Kreis, ohne jemals mehr Energie zu benötigen. Lustigerweise kann diese Lore sogar Passagiere befördern. Das scheint wirklich unmöglich zu sein. Perpetuum mobilis gibt es also wirklich, wenn auch nur im Spiel. Nummer 12. Eisbahnen, auf denen wir mit Booten entlangsliden können, sind äußerst praktisch, um schnell große Entfernungen zu überwinden. Dazu brauchen wir in der Regel Packeis, das wir erstmal aus einem kalten Biom beschaffen müssen. Wusstest du, dass wir eigentlich nur halb so viele Packeisblöcke brauchen, wenn wir nur jeden zweiten Block mit Eis bedecken? Wenn wir uns in ein Boot setzen und über die Strecke fahren, überfahren wir die Abstände und verlieren nicht an Geschwindigkeit. Seltsam, aber es funktioniert. Das ist ja mal ressourcenschonend und praktisch. Aber was meint ihr dazu? Nummer 13. Leuchtfeuer können von Hand entfernt werden. Das Komische daran? Naja, sie bestehen eigentlich aus Glas, einem Netherstern und 3 Obsidian. Seit wann kann man Obsidian von Hand abbauen? Normalerweise braucht man dafür mindestens eine Diaspitzhacke. Aber nein, selbst wenn man den Obsidian braucht, um ein Leuchtfeuer herzustellen, kann man ihn von Hand abbauen und nicht zerstören, sondern bekommt den Block. Das macht wirklich keinen Sinn. Nummer 14. Spitzhacken können in der Regel das Material zerstören, aus dem sie gemacht sind. Eine Steinspitzhacke bricht Stein. Eine Eisenspitzhacke bricht Eisenerz. Ihr wisst, was ich meine. Das funktioniert zwar bei Stein, Eisen, Diamant und antikem Schrott mit einer Spitzhacke aus dem jeweiligen Material, nicht aber bei Gold. Es ist also nicht möglich, mit einer Goldspitzhacke Gold abzubauen. Der Block wird einfach zerstört, ohne ihn zu droppen. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend denkt sogar Minecraft, dass Goldwerkzeuge für nicht zu gebrauchen sind. Seltsam ist nur, dass man die Golderze aus dem Nether abbauen kann. Oder zumindest manchmal. Nummer 15. Spinnenweben und Bambus können mit dem Schwert viel schneller abgebaut werden. Aber das Schwert wird dabei doppelt so schnell abgenutzt, als wenn wir es von Hand abbauen. Also ich verstehe ja, dass man diese Dinger nicht mit dem Schwert abbauen soll, weil es zum Angreifen und Verteidigen da ist. Aber kommt schon, der Abbau dieser Blöcke von Hand dauert einfach viel länger. Nummer 16.
13. Zombies und zombifizierte Piglins zerstören Schildkröteneier, indem sie auf sie treten, bis sie zerbrechen. Das ist nichts Neues. Das Seltsame ist nur, dass die Partikel, die entstehen, wenn sie auf die Eier stampfen, keine Schildkröteneierpartikel sind, sondern die Partikel, die entstehen, wenn man auch ein Hühnerei zerstört. Das ist ein Fehler, der schon sehr lange im Spiel ist. Und Minecraft scheint ihn auch einfach nicht ändern zu wollen. Der Grund dafür könnte sein, dass das Huhn und die Hühnereier vor den Schildkröteneiern ins Spiel kamen. Und als sie hinzugefügt wurden, gab es einfach noch keine Schildkröteneierpartikel-Effekte. Also nahmen die Entwickler einfach den Effekt der Hühnereier in der Hoffnung, dass es niemanden auffallen würde. Nummer 17. Das Laufen auf Magmablöcken ist nicht direkt lebensbedrohlich, verursacht aber dennoch Schaden. Diesen Schaden bekommen wir nicht, wenn wir anfangen zu sneaken. Minecraft hat diese Blöcke nämlich so programmiert, dass wir beim Sneaken vorsichtiger über sie laufen und deswegen keinen Schaden nehmen. Das ist nichts Neues, aber es wird seltsam, wenn wir sneaken und über uns in 1,5 Blöcken Höhe Blöcke sind. Denn selbst wenn wir aufhören zu sneaken, aber immer noch unter den Blöcken geduckt sind und es so aussieht, als würden wir gesneakt bleiben, erleiden wir irgendwie Schaden. Nummer 18. Ein Schneegolem besteht, abgesehen von einem geschnitzten Kürbis, aus 2 Schneeblöcken. Wenn wir ihn jedoch töten, können sie mehr als 2 Schneeblöcke fallen lassen. Hier erhalten wir zum Beispiel 15 Schneebälle, aus denen wir 3 Schneeblöcke herstellen können. Aus 2 Schneeblöcken haben wir also 3 gemacht. Aber manchmal bekommen wir auch weniger als 2 Schneeblöcke vom Schneegolem. Wie kann es sein, dass wir mehr oder weniger Schnee bekommen, wenn er doch aus 2 Schneeblöcken gemacht wurde? Allerdings muss man sagen, dass der Schneegolem sowieso ein seltsamer Mob ist, denn er kann auch selbst Schnee produzieren. Nummer 19. Lederstiefel schützen uns davor, im Pulverschnee zu versinken. Wenn wir jedoch sneaken, sinken wir auch mit den Stiefeln im Schnee ein. Das Merkwürdige daran, selbst wenn wir komplett im Pulverschnee stehen und nur die Lederstiefel tragen, erleiden wir keinen Schaden und erfrieren nicht. Wie ist das überhaupt möglich? Stiefel schützen doch nur unsere Füße, aber nicht unseren ganzen Körper. Auf jeden Fall ist das was, das keinen Sinn macht und trotzdem auch nicht stört, sondern ja äußerst praktisch ist. Nummer 20. Hinter Gemälden können sich geheime Räume verbergen. Und wir können sie erreichen, indem wir durch das Gemälde gehen. Das ist nichts Neues. Aber habt ihr jemals darüber nachgedacht, wie seltsam es ist, durch Gemälde zu gehen? Oder durch Rahmen, die an Zauntüren befestigt sind? Oder Rüstungsständer? Wie kommt es, dass wir einfach durch all diese Blöcke gehen können, die uns eigentlich aufhalten sollen? Schilder sind auch besonders seltsam, weil wir sie benutzen können, um Wasser aufzuhalten, obwohl sie eigentlich kein Wasser aufhalten sollten, weil das Wasser ja einfach an den Seiten des Schildes vorbeifließen könnte. Ach, Minecraft. Nummer 21. Die Netherit-Rüstung ist aus dem härtesten und robustesten Material in Minecraft hergestellt. Selbst Feuer oder Lava machen dieser Rüstung nichts aus und können sie nicht zerstören. Wie kann es also sein, dass diese eigentlich unzerstörbare Rüstung von einem einfachen Kaktus komplett zerstört wird? Ich meine, mir ist klar, dass die anderen Blöcke und Gegenstände von ihnen zerstört werden können, aber die Netherit-Rüstung auch? Komisch ist auch, dass diese Dinge zwar einfach zerstört werden, wenn man sie gegen den Kaktus wirft, aber wenn man die Blöcke direkt neben den Kaktus stellt, kann man ihn sofort zerstören. Minecraft? Nummer 22. Den Bognertisch, den wir in den Dörfern finden können, ist ein dekorativer Block, mit dem wir nicht interagieren können. Er kann nur von den Pfeilmachern in den Dörfern verwendet werden. Und das, obwohl es Sinn machen würde, wenn wir damit die getränkten Pfeile herstellen könnten. Eigentlich hätte ich gedacht, dass das in der Version 1.20 endlich hinzugefügt werden würde. Aber nein. Warum können wir diesen Block überhaupt herstellen, wenn wir nichts damit machen können? Nummer 23. Der Schwarzstein, den wir nur im Nether finden können, ist eine Art Mischung aus Bruchstein und Basalt, die als Ersatz für Bruchstein verwendet werden kann. Wir können damit Werkzeuge und andere Dinge herstellen, genau wie mit dem normalen Bruchstein aus der Oberwelt. Das Merkwürdige daran, obwohl wir damit Steinwerkzeuge, Steinschwerter, Öfen und sogar Braustände herstellen können, ist es nicht möglich, Werfer und Kolben damit herzustellen. Also es ist mir ein Rätsel, warum der Schwarzstein in einigen Handwerksrezepten als Bruchsteinersatz verwendet werden kann und in anderen dann wiederum nicht. Nummer 24. Die Texturen im Spiel sind nicht immer perfekt und enthalten Fehler, die die Entwickler anscheinend übersehen haben. Aber es gibt auch Fehler in der Textur des glasierten Keramiks. Während diese Muster keine Fehler enthalten, sieht es hier ganz anders aus, wenn wir die hellgrauen glasierten Keramikblöcke nebeneinander legen. Hier können wir sehen, dass die Textur der Blöcke, wenn sie nebeneinander liegen, nicht schön verbunden, sondern verschoben sind. Also ich bin mir nicht sicher, ob das beabsichtigt ist oder nicht, aber die Blöcke passen nicht wirklich zusammen. Nummer 25. Die Möglichkeit, Baumstämme zu entrinden, ist eine lang ersehnte Option, die seit der 1.13 verfügbar ist. So gibt es nicht nur die Bretter und Stämme einer Holzart, sondern auch die entrindeten Baumstämme, die für mehr Abwechslung in unseren Bauten sorgen. Und obwohl das bei allen entrindeten Stämmen sehr gut aussieht, ist es bei den Stämmen der Schwarzeiche etwas anders. Siehst du, dass der entrindete Schwarzeichenstamm viel heller ist als der normale Stamm? Das ist jetzt zwar nicht wirklich schlimm,
schlimm, aber es wäre doch schön, wenn der entrindete Stamm genau die gleiche Farbe wie die Stämme und Bretter hätte. Nummer 26. Ab und zu gibt es Dinge, die Minecraft ins Spiel bringt, die dann aber niemand wirklich nutzt. Kaninchen-Ragout ist eines dieser Dinge. Ich meine, wann hast du es das letzte Mal gegessen? Wenn du das bis jetzt noch nicht getan hast, dann hast du auch nichts verpasst. Denn diese Suppen bestehen aus mehreren Zutaten, die, wenn sie einzeln gegessen werden, mehr sättigen als die Suppe. Testen wir es einfach mal. Wenn wir die Kartoffeln, das Kaninchen und die Karotte essen, werden wir 6,5 Hungerbalken satt. Und mit dem Kaninchengulasch, wenn wir das essen, bekommen wir nur 5 Hungerbalken. Warum gibt es dann die Suppen überhaupt? Nummer 27. Bruchsteingeneratoren können mit einem Wasser- und einem Lavaeimer hergestellt werden. Und sie werden immer dann erzeugt, wenn der Stein zwischen der Lava und dem Wasser abgebaut wird. Das ist nichts Neues. Aber was wirklich keinen Sinn macht, ist Folgendes. Hier kommen die Lava und das Wasser nicht miteinander in Berührung. Denn das Wasser ist nur in einem Viertel der Stufe und dennoch werden die Bruchsteine erzeugt. Wie funktioniert das? Was auch seltsam ist, ist dieser Anblick hier. Denn das macht auch keinen Sinn. Nummer 28. Kettenrüstungen können im Gegensatz zu den anderen Rüstungen nicht hergestellt werden, sondern finden sich in seltenen Fällen in den natürlich generierten Bauwerken in den Truhen wieder. Diese Rüstung war eigentlich nicht für das Spiel gedacht, sondern war nur eine Vorlage für die anderen Rüstungen. Jetzt gibt es sie und warum wir sie nicht herstellen können, ist mir wirklich ein Rätsel. Denn seit 1.16 gibt es doch die Ketten. Warum können wir die Rüstung nicht aus ihnen herstellen? Nummer 29. Andesit, Diorit und Granit sind eigentlich nur für unsere Konstruktion nützlich, denn es gibt nichts, was wir aus ihnen herstellen können. Keine Werkzeuge, keine Schwerter, einfach nichts. Was eigentlich sehr seltsam ist, denn sie gehören zu den Steinen, genau wie die normalen Steine und Bruchstein auch. Oh, da fällt mir ein, dass wir aus normalem Stein auch nichts herstellen können. Wäre es nicht cool, wenn wir mit diesen Blöcken mehr machen könnten? Nummer 30. Ist es dir schon einmal passiert, dass du die Blöcke für dein Haus auf dem Boden platziert hast und etwas wie das hier passiert? Denn obwohl die Blumen eigentlich nicht sehr robust sind, haben sie ihre eigene Hitbox. Das führt dazu, dass wir keinen weiteren Block in denselben Block setzen können, in dem sich eine Blume befindet. Ähnlich verhält es sich mit den Gräsern. Die werden zwar zerstört, aber der Block wird trotzdem an der falschen Stelle platziert. Das macht irgendwie keinen Sinn und ist auch ziemlich ärgerlich, denn so ist es viel schwieriger und zeitaufwendiger, überhaupt etwas zu bauen. Nummer 31. Hast du schon mal versucht, einen Banner zu erstellen und warst verwirrt, warum die Bannervorlagen alle gleich aussehen? Ich schon ziemlich oft. Es wäre also schön, wenn die Bannervorlagen nun endlich von außen auch unterschiedlich aussehen würden, damit man schneller sieht, um welche Bannervorlage es sich handelt. Nummer 32. Die nächste Sache ist wieder ein Fehler, den niemand versteht und den Minecraft immer noch nicht behoben hat. Wenn wir brennen, in ein Boot steigen und mit dem Boot ins Wasser fahren, brennen wir weiter. Und das Feuer wird nicht gelöscht, obwohl wir komplett im Wasser sind. Seit wann können wir unter Wasser brennen? Tatsächlich verbrennen wir nicht nur, sondern ertrinken auch noch. Steigt also nicht in ein Boot, wenn ihr in Flammen steht. Denn das kann wirklich böse enden, wenn ihr dann versehentlich ins Wasser geht. Ergibt das Sinn? Nein, ganz und gar nicht. Aber das ist halt Minecraft. Nummer 33. Mit 3 Eisenblöcken und 4 Eisenbarren können wir einen Amboss herstellen, der für die Aufwertung unserer Rüstungen, Werkzeuge und anderer Dinge unentbehrlich ist. Der aber gleichzeitig so schwer ist, dass wir sofort sterben, wenn einer von ihnen auf uns fällt. Und obwohl er einer der schwersten Blöcke im Spiel ist, kann er Blumen, Pflanzen und anderen Dingen nicht standhalten. Denn egal wie viele Ambosse wir auf sie fallen lassen, die Ambosse prallen ab und fallen als Gegenstand zu Boden. Wie funktioniert das überhaupt? Aber es wird noch verrückter. Wenn der Amboss auf einen toten Wüstenbaum fällt, wird der Baum zerstört. Warum ist das nur da der Fall und bei den anderen nicht? Nummer 34. Kommen wir nun zu etwas, das bisher wahrscheinlich nur wenige von uns bemerkt haben. Und das sind die Wolken. Normalerweise schalten wir sie immer aus. Aber bevor wir das tun, sollten wir sie uns mal genauer ansehen. Seht ihr schon was? Nein? Kein Wunder. Das können wir erst, wenn ein Gewitter kommt. So, jetzt seht ihr es. Der Regen kommt nicht wie üblich aus den Wolken, sondern entsteht über den Wolken. Minecraft? Das macht doch gar keinen Sinn. Übrigens, es schneit auch nicht aus den Wolken, sondern aus der Luft darüber. Versteht ihr das? Nummer 35. Wusstest du, dass der Abbau von Bruchsteinen länger dauert als der von normalen Steinen? Das stimmt wirklich. Auch wenn der Unterschied kaum zu erkennen ist, dauert es länger, sie abzubauen. Warum ist das so? Eigentlich müsste Bruchstein schneller abgebaut werden als der normale Stein, denn der wurde ja bereits abgebaut, wie man an seiner rissigen Oberfläche erkennen kann. Nummer 36. Mobs leben im Dunkeln und beginnen zu brennen, sobald sie ans Tageslicht kommen. Sie können aber auch am Tag leben, wenn sich über ihnen ein Block befindet, der sie vor der Sonne schützt. Wichtig ist, dass es sich um volle Blöcke handelt, die kein Licht durchlassen.
lassen. Sobald wir diese Blöcke über ihnen platzieren, funktioniert das nicht und sie beginnen zu brennen. Falltüren, Trichter und Truhen können die Mobs nicht schützen, aber Spinnenweben schon. Wie soll ich das verstehen? Spinnennetze bestehen nur aus ein paar Fäden, während die anderen Blöcke viel massiver sind und das Licht besser abschirmen können. Minecraft, warum ist das so? Nummer 37. Stroh kann verwendet werden, um weniger Fallschaden zu erleiden, wenn wir aus großer Höhe darauf springen. Das ist auch irgendwie logisch. Es ist nur seltsam, dass dies nicht mit anderen Blöcken funktioniert, die eigentlich unseren Sturz abfedern sollten. Teppiche, Schnee und Schwämme verhalten sich wie normale Blöcke und dämpfen unseren Sturz nicht. Warum ist das bei Stroh der Fall, einem weichen Material, und nicht bei den anderen ebenfalls weichen Materialien? Nummer 38. Das Wasser in den Kesseln ist nicht ganz normal und verhält sich anders als das normale Wasser. Das wissen wir alle. Aber richtig seltsam wird es, wenn wir mit einem Dreizack in einem Wasserkessel stehen und mit der Sogverzauberung nach oben geschleudert werden sollen. Das funktioniert seltsamerweise nämlich nicht. Wir können uns nicht nach oben schießen, wenn wir uns im Kessel befinden. Wenn wir uns jedoch auf dieser Truhe im Wasser befinden, funktioniert der Dreizack. Wie kann das sein? Das Wasser im Kessel ist doch viel tiefer als die paar Zentimeter auf der Truhe. Nummer 39. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie viele Gegenstände unsere Spieler in Minecraft tragen können? Steine, Glas, Amethyste, Zaubertische, Bücher, eine Netherite-Rüstung und 4 Stacks Ambosse. Wie kann unsere kleine Minecraft-Figur überhaupt so viele Gegenstände und Blöcke tragen und trotzdem normal laufen und sprinten? Unsere Figur kann also wirklich unendlich viel Gewicht tragen, während ein großes Tropfblatt einknickt, sobald eine Feder oder ein anderer Gegenstand auf ihm liegt. Aber wenn wir einen Amboss auf das Tropfblatt legen, geht es problemlos und die Pflanze knickt nicht ein. Das ist wirklich seltsam, denn wenn wir auf dem Tropfblatt stehen, knickt es sofort ein, aber wenn ein Amboss darauf liegt, nicht. Hä? Nummer 40. Diese Lore wird angehalten, sobald wir hier einen Block platzieren. Die Hitbox der Lore trifft offenbar auf den Block und kann daher nicht weiterfahren, auch wenn hier eine kleine Lücke ist. Aber das ist noch nicht das Seltsame daran. Richtig seltsam wird es erst, wenn wir den Block entfernen und ihn einen Block tiefer platzieren. Wie wir sehen, prallt die Lore nun plötzlich nicht mehr gegen den Block und hält an, sondern fährt einfach durch ihn hindurch. Einfach so. Ich hätte gedacht, dass sie anhalten, wenn ein Block ihnen den Weg versperrt. Nummer 41. Karmesinholzstämme und Wirrholzstämme können nicht brennen. Das macht Sinn, denn in dieser heißen Dimension würden die Bäume alle sofort verbrennen. Das Seltsame allerdings ist, dass sie, obwohl sie nicht brennen, für Lagerfeuer verwendet werden können. Ich meine, wie kann das überhaupt gehen? Diese Lagerfeuer aus Karmesinholz oder Wirrholz sollten doch gar nicht brennen. Aber zum Glück tut es das irgendwie doch. So können wir schnell unser Essen im Nether braten. Nummer 42. Minecraft gibt es nun schon seit einigen Jahren und es sind Dinge hinzugekommen, die etwas in Vergessenheit geraten sind. Die Antriebslore gehört auf jeden Fall dazu. Oder wann hast du das letzte Mal diese Lore benutzt? Das ist auch kein Wunder, denn sie sind auch irgendwie ziemlich nutzlos. Sie können Loren nur auf geraden Strecken ziehen. Sobald eine Kurve kommt, trennt sich die Antriebslore mit der Lore und hat seinen Nutzen verloren. Genau dasselbe gilt, wenn die Schienen hochgehen. Dann funktioniert das alles auch nicht mehr. Diese Lore ist also wirklich nutzlos. Und warum wurde sie von den Minecraft-Entwicklern noch nicht entfernt? Nummer 43. Golems werden mit Eisenblöcken und einem geschnitzten Kürbis erzeugt. Man muss diese Blöcke in einer bestimmten Reihenfolge hintereinander platzieren, sonst funktioniert es nicht. Obwohl wir die 4 Eisenblöcke in der richtigen Anordnung platziert haben und der Kürbis in der Mitte auf dem Eisenblock liegt, wird kein Golem erzeugt. Der Grund dafür ist, dass der Golem nur spawnt, wenn der Kürbis zuletzt auf dem T platziert wird. Und nur dann funktioniert es. Ich meine, warum spielt es eine Rolle, wann welcher Block platziert wird? Nummer 44. Wenn wir eine Schaufel benutzen, um die Erde in einen Trampelpfad zu verwandeln, dann können wir die Leiter hier in den Block über dem Weg stellen. Wenn wir jedoch zuerst die Leiter auf den Block stellen und dann den Block, in dem sich die Leiter befindet, in einen Trampelpfad verwandeln wollen, können wir das nicht mehr tun. Versteht ihr das? Warum geht das nicht? Nummer 45. Angeln ist etwas, das uns mit Nahrung und wertvollen Dingen versorgen kann, aber es ist auch eine Tätigkeit, die immer ganz schön viel Zeit in Anspruch nimmt. Aus diesem Grund haben sich die Spieler einige Möglichkeiten ausgedacht, um Fischfarmen zu bauen, die diesen Prozess für sie automatisieren. Leider funktionieren die meisten von ihnen heute nicht mehr. Eine Sache, die allerdings immer noch funktioniert, ist, dass man überhaupt nicht im Meer, Fluss oder Teich fischen muss. Man braucht nämlich nur einen einzigen Eimer Wasser, um auch wirklich Fische zu fangen. Gießt das Wasser in einen Block und fangt einfach mal an zu angeln. Ist das nicht irgendwie äußerst seltsam, aus einem Block Wasser zu angeln? Aber hey, das ist halt Minecraft. Nummer 46. Obwohl Sand eigentlich auf den Boden rieseln sollte, ist das in der Wüste ein wenig anders. Es gibt Sand, der nicht auf dem Boden fällt, sondern wie andere Blöcke in der Luft schweben kann. Und das im ganz normalen Spiel. Der Grund dafür ist, dass bei der Erstellung von Wüsten in Minecraft versehentlich Sand erstellt wurde, der nicht zu Boden fällt. Dieser
Dieser Glitch wurde jedoch nicht entfernt, sondern noch mit Partikeleffekten verschönert. Es ist also immer noch möglich, auf Höhlen zu stoßen, die sich unter dem Sand befinden. Aber seid vorsichtig, sobald ihr einen Sandblock zerstört, fällt auch der umliegende Sand zu Boden. Nummer 47. Feuer oder Lava können in Minecraft ziemlich viel Schaden anrichten, indem sie Bäume oder andere Holzkonstruktionen sofort verbrennen. Aber bei Magmablöcken ist das Ganze anders, denn obwohl sie aus heißer Lava und Lavagestein bestehen, können sie das Holz neben ihnen nicht verbrennen. Nummer 48. Axolotls sind einer der niedlichsten Tiere im Spiel. Aber irgendetwas haben diese kleinen Viecher, was ich nicht verstehen kann. Sobald wir sie fangen und an die Oberfläche bringen, bewegen sie sich an Land viel langsamer als im Wasser. Das macht ja auch Sinn, denn diese Tiere leben ausschließlich im Wasser. Aber sobald wir sie an die Leine nehmen, können sie sich plötzlich wieder viel schneller bewegen. Das ist zwar praktisch, weil wir nicht lange auf sie warten müssen, wenn wir sie an einen anderen Ort ziehen wollen, aber irgendwie macht es keinen Sinn, dass sie sich an der Leine viel schneller bewegen als ohne. Nummer 49. Im Wasser bewegen wir uns viel langsamer als an Land, also wenn wir nicht in einem Boot sitzen. Grundsätzlich sind wir aber im Wasser immer viel langsamer unterwegs. Aber jetzt wird es seltsam. Wir können nämlich viel schneller auf Leitern klettern, wenn sie im Wasser platziert sind. Außerhalb des Wassers sind wir aber viel langsamer auf den Leitern. Offenbar kombiniert das Spiel die Schwimmgeschwindigkeit, um an die Oberfläche zu gelangen, mit der Geschwindigkeit, die wir normalerweise brauchen, um eine Leiter hochzuklettern. Echt seltsam. Nummer 50. Wenn wir vom Ozeanmonument kommen und nasse Schwämme dabei haben, gibt es zwei Möglichkeiten, sie zu trocknen. Entweder wir legen sie in einen Ofen, was teuer werden kann, oder wir gehen in den Nether. Dort ist es so heiß, dass die Blöcke nach kurzer Zeit getrocknet sind. Aber wie kann es sein, dass es trotzdem nicht möglich ist, ein Feuer neben oder auf den Schwämmen zu machen und sie so zu trocknen? Ich meine, dieses Feuer ist doch sicher extrem heiß. Warum kann es die Schwämme nicht austrocknen? Nummer 51. Der Ackerboden ist kein vollständiger Block. Daher können wir die Fackeln nicht darauf oder an ihn platzieren. Auch andere Blöcke wie die Leitern können nicht auf dem Ackerboden angebracht werden. Irgendwie macht das ja auch Sinn. Aber könnt ihr mir erklären, warum die Schilder schon an dem Block angebracht werden können? Nummer 52. Zum Glück kann man nicht über Mauern gehen, denn sonst würden viele Farmen und Tiergehege nicht mehr richtig funktionieren. Das Seltsame an ihnen ist jedoch, dass wir über sie gehen können, indem wir Teppiche auf die Mauern legen. Und das ist auch schon die Sache, die ich einfach nicht verstehe. Nummer 53. Wenn wir hier im Boot in die Tiefe springen, überleben wir den Sturz und bekommen keine Sturzschäden. Das ist normal, denn Boote schützen uns davor. Also zumindest die meiste Zeit. Denn wenn wir nicht aus 48 Blöcken Höhe springen, sondern aus 49 Blöcken, dann ouch, sterben wir. Die logische Schlussfolgerung wäre also, dass die maximale Höhe, aus der wir mit einem Boot herunterfallen können, ohne Schaden zu nehmen, 48 Blöcke beträgt. Nun, wenn da nicht die Tatsache wäre, dass wir einen Sturz aus 50 Blöcken wieder unbeschadet überstehen können. Also zusammengefasst, aus 48 Blöcken überleben wir, aus 49 nicht und aus 50 wieder schon. Wie bitte? Nummer 54. Nether-Festungen werden nur aus einem einzigen Material hergestellt. Nether-Ziegel. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass es nicht nur die Nether-Ziegel, sondern auch die rissigen Nether-Ziegel gibt? Diese Blöcke sind jedoch nicht in den Nether-Festungen zu finden, sondern können nur hergestellt werden, wenn wir die normalen in einem Ofen erhitzen. Der Nether ist bereits extrem heiß. Warum werden die Nether-Festungen nur aus den Nether-Ziegeln hergestellt und nicht aus den rissigen? Nummer 55. Enderdrachen zerstören alle Blöcke, die nicht aus ihrer Dimension stammen. Zu den Blöcken, die sie nicht zerstören können, gehören Obsidian, Enderkristalle, Eisengitter, Endstein und natürlich auch Grundgestein. Wie kommt es also, dass sie Endertruhen aus Obsidian und einem Enderauge zerstören können? Könnt ihr mir das erklären?